Hallo Minecraft, willkommen zur nächsten Folge Sky Factory. So, heute ist endlich mal das hier an der Reihe. Das machen wir gerade mal alles raus. Kurze Vorbereitung. Da ist viel zu viel da. Okay, dann wir brauchen 6 Fässer. Ich habe leider 8, also Fässer habe ich zu viel gemacht und von den Upgrades auch zu viel. Ist aber nicht schlimm, werden wir sicherlich nochmal benötigen. Ich hau das jetzt mal alles nebeneinander, so wie ich es brauche, damit das alles passt. Und ein Upgrade fehlt. Eisen, wo ist es? Ich habe doch alles hier gemacht. Hä? Ah, hier. War ich kurz ein bisschen verwirrt. So, dann hauen wir die hier rein. Es geht ja alles ruckzuck, wenn es vorbereitet ist, aber die Vorbereitung dauert. Und jetzt habe ich, sehe ich leider nicht mehr, was ich schon wo habe. So, genau, bei denen habe ich nämlich plus 3. Also das heißt mehr Stacks Platz. Dann müssen wir da auch nochmal Upgrades machen. Da brauchen wir ganz viele Fässer, glaube ich. Fässer und Pistons. Und Fässer haben wir noch ein paar, Pistons auch. So, 3 können wir noch upgraden. Und dann brauchen wir wieder Zeug. Eisen, Redstone. Cobblestone brauchen wir auch noch. So. 5 Pistons gibt 5. Fehlt, glaube ich, noch ein bisschen was. Holen wir nochmal ein Stack Holz. Ja, außen habe ich auch schon wieder was vorbereitet. Ah, da kommt auch nochmal eine Änderung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt heute noch schaffe. Das werden wir gleich sehen. So, dann müssen wir noch ein paar Fässer machen. Jetzt habe ich wieder keinen. Gut, das habe ich noch. So, all das Holz brauchen wir auch. So, gucken wir mal, ob das reicht. Das reicht. Sehr gut. Geht einfach darum, dass hier alle von allem der genügend Platz ist. So, das war's jetzt eigentlich schon. Ah ne, die Anschlüsse fehlen noch. Natürlich. Insert. Außerdem produziere ich gerade noch einen Haufen Glas, damit wir wirklich mal wirklich viel Solarzellen machen können. Dafür haben wir hier alles schon am Laufen. Hier wird gerade nochmal Gravel produziert, den ich dann wieder in den Pulverizer hau, um da Glas draus zu machen. Sand. Ich wollte jetzt was machen? Soul Sand holen. Platz mehr. Das ist ja doof. Das ist kacke. Wegwerfen. Oh, ne. Soll sein, will ich haben. So.
So, Soul Sand haben wir alle. Und dann kippen wir das mal da oben rein. Der nimmt den sogar sofort. So. Wir werden gleich sehen, ob das funktioniert. Ich hole hier mal noch ein bisschen Soul Sand. So, kann man nämlich mal leer machen. Und es funktioniert. Es ist einfach geil. Also wenn was, also ich mache ja wirklich wenig Technik, aber wenn die Technik funktioniert, so wie hier, dann freut mich das. Können wir hier nämlich auch noch ein bisschen aufräumen. Niederwarzen. Was kriegen wir noch raus? Das hier. Kein Platz mehr. Wobei ich, hallo, hier unten gerne einen Quarz drin hätte. Dann passt das alles so ein bisschen besser zusammen. Den Sand hätte ich dann gern da oben. Dann hätte ich gern die da unten. Und die Setzlinge hier und den Netherwarzen da oben. So. Da kommen nämlich noch ein paar Saplings und ja, da haben wir sogar auch noch. So, und was haben wir jetzt noch? Diese Setzlinge und diese Setzlinge. Da oben ist noch was. Und das war's jetzt, glaube ich, was jetzt den Soul Sand betrifft. Irgendwie wird er immer da reingehen. Dann blockieren wir das fast mal. Oder wir machen die einfach da rein. So sollte das auch passen. Gut. Das freut mich. Das freut mich. Das geht jetzt vorwärts. Also die Bäume werden wahrscheinlich hier erstmal reinkommen, wenn da was kommt. Gut, was ich eben auch noch gesehen habe, ist dieses Certus-Quarz-Gedöns und diese Quicksilver-Drops. Die müssen wir auch noch irgendwie rausfiltern. Das heißt, an dieser Seite wird auch noch mal sowas wie hier entstehen. Nochmal so eine Verarbeitungsanlage. Gut, aber jetzt wollte ich mich noch um das draußen kümmern. Haben wir da noch? Da brauche ich nämlich noch Kabel. 19 haben wir noch. Das ist sehr gut. So war mein Gedanke. Dann kommt das hier nämlich weg. Und das auch. Hier kommt auch noch einer weg. Da kommt dann ein ganzer hin. So. Ein Kabel. Und das oben drauf. Und dann kommt nämlich das hier auch weg. Das kommt hier dran. Jetzt weiß ich noch nicht, ob das auch was macht. Ja, der gibt nach hinten ab. Das wird jetzt zwar alles ein bisschen. Achso, die Solarzellen arbeiten. Das sind jetzt gerade nicht mehr am Stromkreis angeschlossen. Und hier haben wir
auch keinen Strom mehr. Das ist ungeschickt. Dann müssen wir hier gleich nochmal Strom organisieren. Da setzen wir aber auch gleich die großen Kabel rein. So, die kriegen von hier Strom. Und jetzt müssen wir noch einmal. Doch, warte mal, warte mal, warte mal. Hier geht der Strom runter. Wenn ich jetzt eigentlich die hier wegmache, um sie hier hin zu pflanzen, dann läuft der Strom eigentlich ins System. Nein, tut es aber nicht. Always active. Doch, jetzt zieht er raus. Okay, dann haut es also auch hin. Das ist gut. So, wieder alles schön verstecken. So. Und wieder zubauen. So, jetzt gehen wir mal schlafen und dann müssen wir eigentlich gleich sehen, ob das wirklich so funktioniert, weil dann müsste sich die Energy Cell, die müsste sich füllen. Tut sie aber im Moment gar nicht. Die Solarzellen, die gehen nach oben. Kann natürlich sein, weil das jetzt am Ende steht, dass erstmal die Energie hier überall rausgezogen wird. Das wäre doof. Links braucht sie nichts abgeben, oben kriegt sie, unten abgeben und hinten abgeben. Gut, das steigt, das passt also erstmal. Hier füllt sich's auch. Das nervt mich natürlich ein bisschen mit den Bäumchen hier. Na, ich will die Bäume alle zusammen haben. Wahrscheinlich ist das da unten das letzte Fass in der Reihe. Dann haben wir nämlich noch einen Slot über, falls irgendwann mal was ankommt. So, was jetzt halt natürlich passiert, ist, dass der hier voll läuft, aber das interessiert uns mal gar nicht,
Ist nämlich egal. Na? Sobald er vollläuft, bleibt es einfach stehen. Und bis dahin kann auch sein, dass der Soul Sand alles schon durchgelaufen ist. Sehr gut. Ja, mal Sand. Ups. Den Quicksilver wollte ich nicht. Gravel haben wir oben rein. Ich habe hier von drüben mal ein bisschen Eisen rausgenommen, damit es hier durchlaufen kann. Und dann sollte das auch ein bisschen schneller gehen. Ja, Redstone haue ich natürlich immer in die Tonne, wenn ich sie rein tue. Aber da haben wir so viel von. Wir haben ja noch irgendwo immer noch Blöcke von Redstone. Also haben wir genug, ist nicht so wichtig, wenn das drauf geht. So, jetzt hatte ich noch die Idee, dass wir hier das Eisen-Upgrade geht mir immer durch die Lappen. Dass ihr hier diese zwei noch upgraden. Ups. Achso. Und da auch nochmal, dann müssen wir wieder Fässer machen. Dass wir da auch noch mal, doch, da sind noch Slabs. Wir machen da noch mal Upgrades drauf. Cobblestone. Damit der Marble und das viele Pistons. Ah, ja, wenn nicht immer die Gedächtnislücken wären. Marble und Limestone, dass der hier durchläuft. Seht ihr, hier geht es nämlich jetzt auch wieder vorwärts. Na ja, ruckzuck. So, dann haben wir nämlich 256, 320 Stacks. Also 5 Stacks, 5 Fässer voll von den Sachen hier. Das müsste eigentlich reichen erstmal. Wieder Platz drin. Ha. Sieht ja wunderbar aus. So, Solarzellen. Wir brauchen Machine Frames. Die machen wir jetzt mal noch. Ich glaube, das war so, oder? Dann brauchen wir die Zahnräder. Dann brauchen wir 16. Und dann brauchen wir noch Eisen. Muss ich ja auch ausrechnen können, dass das ein Stack Eisen ist. 4 mal 16. So, das kommt dahin. Dann brauchen wir. Dann brauchen wir eigentlich nichts mehr, weil wir sind schon wieder an der Ende der Folge. Mich freut, dass das hier jetzt alles hinhaut. Was haben wir gerade noch gemacht? Eigentlich nichts mehr, das war es eigentlich schon. Der Sand produzieren wir einen Haufen. Wobei das noch viel zu wenig ist, ja. Wir müssten noch viel mehr produzieren. Ein Gravel. Den haben wir da wieder rein und zack. Das müsste alles ein bisschen schneller gehen. Aber wir haben hier halt im Moment bloß ein Alloy-Smelter stehen.
Es ist auch okay. Ja. In der nächsten Folge werden wir uns jetzt kümmern. Wollte gerade sagen, hier kommt gar nichts mehr an. In der nächsten Folge kümmern wir uns um. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich. Was ist denn hier los? Da fehlt noch ein bisschen Stückchen Wand. Solarzellen. Wäre doch mal was. So, ich guck mal, ob der hier auch wieder aufgeladen wird, wenn ich hier drauf mich platziere. Ja, wird er. Also. Das Energieding passt. Von dem her kein Problem. Hier hat es noch Platz für 2, 3, 4, 5, für 6 Solarzellen. Und ich glaube, die drüben, die produzieren jetzt im Moment auch genug. Das sind, glaube ich, 4. Ja. Der ist auch voll. Hat es mal wieder geregnet? Ne. Hier sind zum Beispiel nur 3 dran, aber das reicht auch. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht weil die Aloismelder unten mehr ausgelastet sind. Ja, aber das war's jetzt von der heutigen Folge Sky Factory hier auf meinem Kanal. Könnt auch gerne mal bei den anderen vorbeischauen. Der ist schon leer gelaufen, das ist sehr gut. Hier noch nicht, klar, wird er aufgehalten durch den Soul Sand. Gucken wir noch mal rein. Ja, das läuft einfach noch ein bisschen. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr Interesse habt, wie das Projekt überhaupt angefangen hat, dann schaut mal in der ersten Folge rein. Da wird nämlich erklärt, wie das hier losgegangen ist, wieso ich überhaupt hier spiele. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, Minecraft.